Landwirtschaft ein echter Klimakiller? Die Branche verursacht ein Viertel aller Treibhausgasemissionen weltweit und trägt so zur Erderwärmung bei. Woran liegt das und was bedeutet das für die Landwirtschaft? Lachgas. Klingt lustig, ist es aber nicht. Auf jeden Fall nicht in zu großen Mengen. Immerhin ist das Gas 300 Mal schädlicher für das Klima als CO2. Lachgas ist eines von mehreren Treibhausgasen, die durch die Landwirtschaft in die Atmosphäre gelangen. Zum Beispiel, wenn Landwirte stickstoffhaltigen Dünger auf ihren Feldern ausbringen. Allein in Deutschland ist die Landwirtschaft für 80% des Lachgasausstoßes verantwortlich. Ein anderes Treibhausgas ist Kohlendioxid. Das wird freigesetzt, wenn zum Beispiel Moore für den Ackerbau trockengelegt werden. Dabei wird der im Boden gespeicherte Kohlenstoff wieder in CO2 umgewandelt. Und das ist jede Menge. Immerhin speichern Moore rund ein Drittel der weltweiten Bodenkohlenstoffvorräte. Zudem nicht zu unterschätzen der Pups und das Rülpsen einer Kuh. Die enthalten das Treibhausgas Methan. Wenn Wiederkäuer wie Kühe verdauen oder ihr Dung als Gülle auf die Felder kommt, gelangt dabei Methan in die Atmosphäre. Dieses Gas ist 25 Mal schädlicher als CO2. Bei 12 Millionen Rindern und fast 2 Millionen Schafen kommt allein in Deutschland einiges zusammen. 63% des Methanausstoßes geht hier auf die Kappe der Landwirtschaft. Ganz schön viele Gase in der Landwirtschaft. Zwar liegt der Treibhausgasausstoß der Landwirtschaft in Europa unter dem weltweiten Schnitt, trotzdem verursacht die Branche EU-weit noch 10% der Treibhausgasemissionen und trägt zur Veränderung des Klimas bei. Spitzenreiter ist übrigens die Energieproduktion, die 80% der Emissionen in der EU erzeugt. Die Veränderung des Klimas sorgt für extreme Wettersituationen, die immer häufiger werden. Dürren, Überschwemmungen und Erosion, aber auch Schädlingsbefall und Pflanzenkrankheiten aufgrund höherer Temperaturen nehmen zu und machen der Landwirtschaft zu schaffen. Ertragseinbußen und Ernteausfälle sind die Folge. Es müssen also auch im Interesse der Landwirtschaft selbst Lösungen her, um den Ausstoß der Treibhausgase zu verringern. Zum Beispiel durch weltweit kleinere Tierbestände. Auch neue Düngeverfahren und der Schutz der Moore helfen und werden inzwischen auch gefördert.